Suche aktiven Boost, Shift gedrückt halten. Ui. Neben dem Radar sehen wir auch unser Tempo. Interessant. Oh, was haben wir da? Guck mal, da haben wir andere Raumschiffe ja sogar. Schönen guten Tag, meine lieben Freunde, und willkommen zum zweiten Part von No Man's Sky. Jawohl, der erste Part ist ja wirklich, wirklich gut bei euch angekommen und ich habe echt ein paar echt nette Kommentare von euch bekommen mit auch ein paar Tipps. Zum Beispiel hat der Sascha mir gesagt, dass ich mir Energieriegel herstellen kann im Inventar, wenn ich mir das mal kurz öffne. Einen Moment, wie war das nochmal gewesen? Jetzt bin ich gerade schon wieder vollkommen neben der Spur. Energieriegel. Ne, warte, wo war denn das gewesen jetzt? Ich gucke nur mal ganz schnell nach, einen Moment. Bevor ich da irgendwelchen Scheiß erzähle. Nee, ich werde es schon gleich herausfinden. Okay, Speicherpunkt kann ich damit herstellen. Nee, das will ich aber nicht. Ah, nochmal. Ich mach grad Schwachsinn. Tut mir leid, Leute. Lass nochmal schnell nachgucken im Protokoll. Was wir denn noch machen müssen. Den Impulsantrieb müssen wir reparieren. Dafür müssen wir Heridium sammeln. Genau, aber einen Moment. Ich wollte trotzdem jetzt nochmal ganz schnell gucken wegen dem Kommentar. So, dann schauen wir doch nochmal kurz nach. Das habe ich nämlich schon wieder vergessen gehabt. YouTube. Kommentare. Genau hier, der Sascha hat geschrieben, deine Lebenserhaltung kannst du aufladen, indem du dir einen Energieriegel herstellst. Wieder mit Taste E im Inventar. Der sollte bloß... Ah, okay. Also hier. Ah. Jetzt kann ich E drücken und dann? Ne, da kann ich den modifizieren. Schutz. Geht noch nicht wirklich. Okay, ich muss vielleicht dann nochmal gerade in Ruhe nochmal selber schauen. Ah. Hä? Also die Lebenserhaltung ist ja komplett offline bei mir und wir sterben auch jetzt auch gleich. Warte, ich gehe am besten nochmal rein ins Schiff. Und das ist, wenn ich fliegen möchte, aber das kann ich ja noch gar nicht. Ich brauche ja noch Heridium und eine Granitplatte. Also die Granitplatte können wir, glaube ich, herstellen. Eisen sollten wir ja genug haben. Obwohl, warte, da stand doch eben gerade was. Produkte herstellen mit E, hier. Ah, Energieriegel, da haben wir es ja. Ja, Plutonium und Kohlenstoff brauchen wir dafür. Das Problem ist nur, ich kann kaum... Also nicht Energieriegel. Tut mir leid, hier steht Energiegel. Energieriegel. Nee, okay. Warte, was war gewesen? Was brauchen wir dafür? Plutonium und Kohlenstoff. Verdammt, wir sterben aber gleich. Was passiert, wenn wir sterben? Da haben wir Plutonium. Ja, jetzt werde ich sterben wahrscheinlich, ne? Verdammt. Wird nochmal ins Raumschiff reingehen. Mann, wie sollen wir das denn jetzt hinkriegen, wenn ich das Zeug gar nicht habe? E. Das ist jetzt ein Problem. Das hätte ich zuerst wissen sollen vielleicht. Hat mir aber auch keiner gesagt. Ja. Ja, wenn ich jetzt das Raumschiff verlasse, sterbe ich. Okay, warte, vielleicht schaffe ich es noch irgendwie. Keine Chance. Oder? Ah. Mann! Plutonium und Kohlenstoff.
Ja, wahrscheinlich werden wir jetzt sterben, oder? Da haben wir Plutonium. Das... Wir haben nur noch... Ja. Eben. Ja, okay, dann sterben wir jetzt halt. Ich habe halt auch überhaupt keine Ahnung. Das Geheimnis des Lebens ist kein zu lösendes Rätsel, sondern erlebte Wirklichkeit. Okay. Wir sind gestorben. Starten wir jetzt am letzten Speicherpunkt oder starten wir jetzt nochmal ganz von vorne? Nee. Aber haben wir wieder volle Energie, gell? Genau. Dann stelle ich auf jeden Fall jetzt als allererstes mal Energiegel da, her. Dein Grab. Ah, das haben wir das Inventar wiederhergestellt. Das ist schon mal cool. Also, Plutonium und Carbonit war das gewesen, ne? Ne, das war jetzt Zink. Verdammt. Nochmal nachschauen. Also, Plutonium und Kohlenstoff. Genau, das brauchen wir. Plutonium und Kohlenstoff. Scanner wird aufgeladen. Plutonium und Kohlenstoff. Das ist Eisen. Plutonium, hier haben wir, genau. Und wo kriegen wir Kohlenstoff her? Oh, unser Laser. Oh, unser Laser ist leer. Oder überhitzt, nee. Plutonium und Kohlenstoff. Haben wir jetzt genug Plutonium inzwischen? So. 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 Nee, haben wir nicht. Aber was haben wir denn hier? Da muss auch einer erstmal rauskommen, was man hier alles machen kann. Wie konnte ich nochmal mein Laser aufladen? Wie habe ich denn das letzte Mal nochmal hingekriegt? Mann! Wie habe ich denn das nochmal hingekriegt das letzte Mal? Werkzeuge, hier. Minenlaser. Wir benötigen Energie. Ah, ja, okay. Mit dem... Ja, jetzt, ja gut. Jetzt haben wir das ganze Plutonium und das ganze Carbonit verbraucht. Ist natürlich nicht so toll. Ja, da kriegen wir nur Eisen her. Eisen haben wir ja genug eigentlich. Scanner ist noch nicht aufgeladen. Plutonium und Carbonit. Das ist alles Eisen. Eisen. Es gibt mir alles Eisen hier. Exotisch. Das bringt mir nichts. Wo kriege ich denn Plutonium und Carbonit her? Das geht, das hat's ja hier überhaupt gar nicht. Ah, hier kriegen wir Kohlenstoff. Von diesen großen Pflanzen. Das brauchen wir auch. Ah. Sehr schön. Das brauchen wir auf jeden Fall schon mal. Sag mal hier, was? Wie viel haben wir denn jetzt inzwischen? Nee, Multiwerkzeug, genau, hier. Nee, warte, Raumschiff. Genau. E. Ah, nee, das war falsch. Hier war das gewesen, genau. Wir haben Kohlenstoff locker über 100. Jetzt brauchen wir noch Plutonium. Kann man nicht mal gucken, wo man das herbekommt? Von welchem Organismus? Plutonium. Das ist Eisen. Kohlenstoff. War das Plutonium nicht das, was wir mit der Hand abbauen mussten? Kann das sein? Ah, hier kannst du ja fast alles abbauen. Das Eisen.
Kohlenstoff. Plutonium brauchen wir, ne? Hier, war das das hier gewesen? Kann das sein? Nee, das ist Taum. Das kann es auch nicht sein. Was haben wir hier eigentlich? Inventar ist voll. Ja, geil. Was kann ich denn jetzt machen, wenn das Inventar voll ist? Haben wir irgendwelche Boxen oder so? PU ist ja auch nicht Plutonium gewesen, ne? Doch. Wo ist denn unser Inventar? Ja, nicht mit I. Ah, hier kann man das ja aufladen mit F. Das ist schon mal cool. Jetzt verstehe ich das. Lebenserhaltung mit F aufladen. Ah, man braucht entweder oder. Verstehe. Da kann man ein Schiff rufen. Oh, das ist cool. Okay. Jetzt haben wir aber hier nochmal Plutonen. Das sind diese kleinen roten Stacheln hier gewesen. Okay. Ist das eigentlich so? Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, dass sich die Welten hier automatisch generieren. So ein bisschen wie bei Minecraft. Stimmt das? Dass jeder eigentlich komplett unterschiedlich ist. Das würde mich mal interessieren. So, jetzt gucken wir mal unseren Auftrag noch an. Jetzt haben wir ja einiges eingesammelt hier. Oh ja, Anleitung. Neueste Funktion, Kampf. Nee, kämpfen will ich noch nicht. Protokoll. Impulsantrieb reparieren. Heridium sammeln. Okay. Sammle Heridium. Wir haben 0 von 200. Ah, das müssen wir so ab. Ah nee, da brauchen wir diesen Handschuh. Okay, wo kriegen wir Heridium her? Wenn ich scanne... sehe ich nichts. Haben wir vielleicht irgendwie eine Datenbank, wie die Abkürzungen von den einzelnen Rohstoffen sind? Sag doch mal. Okay. Ui. Was ist mit der FPS? Was ist mit dem FPS los? Habe ich irgendwas im Hintergrund laufen? Komisch. Das ist wieder Eisen, ne? Ne, Eisen brauchen wir nicht. Einen Moment, ich will mal nachschauen. Hier muss es doch eine Art Datenbank oder sowas geben, oder? Entdeckungen. Ressourcen, Umwelt, Ressourcen sammeln. Rohstoffe. Ah, hier haben wir es, Heridium. Bei der Herstellung lebenswichtiger Komponenten zu bla bla bla. Nutze einen Signalbooster, um große Ressourcen ausfindig zu machen. Einen Signalbooster brauchen wir also, um das ausfindig zu machen. Kann das sein? Und die können wir einfach bauen, ne? Das war doch so gewesen. Und was war denn das nochmal für eine Taste? Ein Signalbooster. Mit was? Vorhin konnte ich doch irgendwas bauen. Wo war denn das nochmal gewesen? T. Nee, T war, ist Taschenlampe. Ah, hier genau, mit Z. Ein Signalbooster. Da haben wir es. Ist das egal, wo ich den hinstelle? Okay, und jetzt? Kann ich mit dem interagieren, oder wie? Heridium brauchen wir, ne? Wellenlänge, bla bla bla. Online, 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 online. Okay, Ressourcensammlung. Koordinaten erhalten. Also da hinten muss ich hin, oder wie? Was ist denn... Hä, was ist denn mit der FPS los? Wieso geht die denn jetzt so runter? Kann ja nicht sein. Ich habe eine 1080er Grafikkarte. Hä? Okay, warte. Wärmeschutz. Ich gehe schnell ins Raumschiff rein.
Oder hat das was mit meinen Lebenserhaltungsdingern zu tun? Das kann natürlich auch sein. Aber wir haben es gerade mal... Ah, ja, im Raumschiff haben wir es 19 Grad. Okay, wir steigen nochmal aus. Ja, jetzt geht's wieder gut. Ah, ich glaube, das hat ernsthaft mit den... mit der Temperatur zu tun. Wärmeschutz aktiv. Da oben... Dahin müssen wir... Wisst ihr, wie weit das ist? Ja, nu, okay. Aber wenn wir erschöpft sind, kann das auch sein. Egal, wir gehen jetzt mal da hoch. Reisenmeilenstein erreicht. Drücke Tab, um zu überspringen. Ah, 5000, egal, was auch immer. Sammle Heridium. Ah, da ist ja das Zeichen. Hier, das Blaue da. Das ist ja das da oben. Das ist ja arschweit weg. Oh, müssen wir uns ganz schön auf die Reise begeben. Ich hoffe mal, dass hier keine Tiere sind, die uns angreifen, weil das soll es anscheinend hier auch geben. Hat mir ja einer von euch gesagt. Alles gut, mein Freund. Alles gut. Also ich finde das Game schon mega geil, ne? Also ich bin mal echt gespannt, was das für ein Potenzial noch so hat. Aber man wird hier echt ziemlich krass einfach reingeworfen. Aber ja, es dauert halt ein bisschen, bis man das alles kennengelernt hat. Oh, das hätten sie ruhig mal ein bisschen näher machen können. Heilige Scheiße. So, da müssen wir hoch. Perfekt. Das ist Heridium. Reicht der Laser von hier? Ja. Inventar voll. Ist das dein Ernst? Okay, warte, ist nicht schlimm. Dann tun wir halt ein bisschen was verbrauchen, indem wir hier so Sachen hier verballern. Lebenserhaltung tun wir auch schnell aufladen. Sehr schön. Jetzt sollten wir wieder Platz haben. Das ist aber Gold und kein Heridium. Verdammt. Ah, das ist dahinter. Ah, das ist Gold hier. Ist das, weil das so heiß ist, dass das... Oh, 65 Grad ist natürlich schon eine Menge. Oh, wir haben es gefunden. Das ist Heridium. Okay. Na gut. Sauber, jetzt haben wir auch ein bisschen was gesammelt hier. Sammle Eisen für Herstellung von Karibplatten. Okay, Eisen ist kein Problem. Was, Inventar ist wieder voll oder was? Wo habe ich denn überhaupt mein Inventar? Das ist ja hier, oder? Nee, nicht wirklich. Oh, da kann ich mein Raumschiff benennen. Okay, nee, das lassen wir noch. Das kommt später noch. Wie tue ich da mein Inventar allgemein öffnen, dass ich mal sehe, was für... Ah, nee. Nee, das ist das nicht. Sag mal, also bei der Tastenbelegung schnell. Grafiksteuerung. Inventar öffnen. Interagieren. Dass man nicht mit dem Schiff fliegen will? Ja, sagt mir, das Inventar ist voll, aber es gibt nicht mal wirklich eine Taste, wo man das Inventar aufrufen kann. Interagieren, Nahkampf, Scanner, Taschenlampe aktivieren, Zoom. Ach, das ist doch alles überhaupt kein Problem, meine Freunde. Wir tun jetzt den Anzug nochmal aufladen hier. Ja. So, jetzt brauchen wir noch Eisen. Eisen ist ja einfach zu finden. Das sind ja einfach ein paar Steine oder so. Was bedeutet das rechts unten, wenn das Ding da so rot leuchtet? Kann mir das mal einer sagen? Ist das jetzt auch schon wieder so verschwommen alles? Ist das wegen der Hitze? Das ist gar nicht die FPS. Weil ich habe 50 FPS, nee, 60 FPS habe ich hier. Ich glaube, wir sind erschöpft oder irgend sowas. Ah, nee, ist gar kein Eisen, das ist nur Kohlenstoff. Wir wollen ja Eisen.
Sammel Eisen. Ah, hier, da müsste ich Eisen kriegen. Oh, wir sind total erschöpft oder irgendwie sowas, habe ich das Gefühl. Stelle Karitplatten her. Okay, wir gehen auf jeden Fall zurück ins Lager jetzt mal schnell. Boah, irgendwas ist nicht gut, habe ich es. Ah, jetzt ist wieder gut. Komisch. Das machen wir im Raumschiff, schnell die Karitplatten herstellen. Und dann können wir den Antrieb reparieren. Noch ein bisschen Eisen sammeln, wenn wir schon dabei sind. So. Okay. Ankunft in 30 Sekunden. Wenn ich in dem Tempo weiterlaufe. Was bedeutet denn das rechtsrot? Ah, das heißt vielleicht Inventar voll. Kann das sein? Keine aktive Technologie in Multiwerkzeug. Lebenserhaltung bei 75%. Kein Problem, wir sind ja schon bei unserem Schiff angekommen. Okay. Lasst uns kurz reingehen. Also, wir brauchen jetzt die Karitplatten. Gut. Also, Karitplatten herstellen. Schauen wir doch mal her. Nee, das war falsch. Warte, wie komme ich denn hier raus? So, also, herstellen. Karitplatten. Gut. Greife mit Tab auf dein Raumschiff im Inventar zu, repariere die Ausrüstung mit. Okay. Mit Tab. Impulsantrieb, das können wir jetzt reparieren. Wir haben alles repariert, oder? Alle Systeme funktionieren. Suche Antwort in den Sternen. Wir können abhauen. Okay. Aber wir können gerade gar nichts machen. Ah, doch. Gut, dann würde ich jetzt gerne einen kurzen Crashkurs, meine Freunde, im Raumschiff fliegen haben. Wie starte ich überhaupt irgendwas? Ne, da steigen wir aus. Was ist mit dem Zeug? Können wir das auch wieder mitnehmen hier? Ich schau mal schnell nach. Steuerung. Steuerung zu Fuß? Flugsteuerung, Schub, Bremsen, Boost, links, rechts, oben, Landen, Einleitung, Schiff verlassen, Scan, okay. Schub, W, S, D, Bremsen, ja, okay, ist ja eigentlich gut. Ah, hier, halte W gedrückt, um abzuheben, steige mit E. Ui. Steige mit E. Yay, das ist ja geil. Drücke E, um zu landen. Okay. Halte W gedrückt, um abzuheben. Das haben wir hingekriegt. Oh, wir haben nur unbegrenzte Startschubdüsen, die uns nach oben befördern. Drücke E, um zu landen. Will ich gar nicht. Alle Systeme funktionieren. Suche Antworten in den Sternen. Ja, dann. Sind wir am Fliegen? Wenn man W gedrückt hält, dann gibt man Gas. Suche aktiven Boost, Shift gedrückt halten. Ui. Neben dem Radar sehen wir auch unser Tempo. Interessant. Oh, was haben wir da? Guck mal, da haben wir andere Raumschiffe ja sogar. Ui, da muss man sich von dran gewöhnen. Aber da will ich hin. Wollen wir mal gucken, was da hinten ist? Eisen sammeln und Impulsantrieb aufzutanken. Aber wir haben keinen Impulsantrieb mehr. Ungewöhnliches Signal entdeckt. Aktiviere den Scanner C, um Quelle zu lokalisieren. Oh, wir können sogar kämpfen! Oh, das sind die Planeten hier. Missionsziel? Inventarverwaltung.
Erwachen. Signalverstärker aufsuchen. Inventar voll. Platz in deinem Inventar schaffen. Greife mit Tab auf dein Inventar zu. Staple Gegenstände mit Space und übertrage sie mit X in ein anderes Inventar. Wirf Gegenstände weg. Okay, also. Gut, meine Freunde. Ich glaube, dass wir an der Stelle den Part jetzt beenden werden. Wir haben wieder einiges geschafft. Ich bin jetzt echt gespannt, was uns erwarten wird. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein positives Feedback ja freuen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen, denke ich, zum nächsten Part. Und vielen Dank, dass ihr bisher geschaut habt. haltet die Ohren steif. Habt einen schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Euer Nier. Ciao.